Durch das, dass der PGN Plus 20 Jahre patentgeschützt ist, waren Wettbewerber nicht in der Lage, den nachzubauen. Und ich denke auch, dass so der eine oder andere Wettbewerber da fertigungstechnisch seine Probleme hätte. Die Weiterentwicklung der Filzanführung wie auch der Schrägzugkinematik und der Optimierung der Kolbenfläche von PGN Plus zu PGN Plus P ist uns nicht leicht gefallen, um eben dieses hohe Level des PGN Plus nochmals toppen zu können. Im Prinzip ist der große Unterschied der Filzanführung, dass mehrere Führungsflächen übereinander angeordnet sind, sodass man bei gleichem Bauraum die Gesamtführungsfläche deutlich erhöhen kann. Das heißt, durch die vielen Führungsflächen, die idealerweise zum gleichen Zeitpunkt anlegen, muss sehr genau gefertigt werden. An diesem Muster ohne Deckel sieht man wunderschön die Diamantkolbenform, die im Prinzip die Fläche bestmöglich ausnutzt und um alle Bohrungen und Sensornoten herum die größtmögliche Fläche realisiert. Der PGN Plus P hat inzwischen ein sehr hohes Level erreicht. Dennoch wird er nicht das Ende der Fahnenstange in der pneumatischen Greiftechnik sein. Sie dürfen sich jetzt schon freuen auf diese coolen neuen Produkte.